Moin moin, mein Name ist Josefa. Ich bin seit 8 Jahren Sexworker und dazu gekommen bin ich, weil ich mehr Sex haben wollte, als ich damals tatsächlich hatte. Ich selber finde Prostitution nicht im Ansatz frauenfeindlich, ganz im Gegenteil. Es ist eher das Bild, was die Gesellschaft darauf hat, dass frauenfeindlich ist. Ich selber habe hier immer die Hosen an und die Männer tun das, was ich von ihnen haben will. Mein Umfeld reagiert ganz, ganz unterschiedlich. Angefangen von, naja, was anderes hätte man jetzt auch nicht mehr erwartet, über so wichtig ist das doch auch nicht. Und manche waren tatsächlich auch sehr angewidert davon, dass ich dieser Arbeit nachgehe und konnten es nicht mehr ertragen, mit mir befreundet zu sein. Was man so als Prostituierte verdient, das ist ganz unterschiedlich. In meinem Fall ist es ein durchschnittlicher Fachangestelltenlohn. Ich lebe in einer Einzimmerwohnung, habe kein Auto und keine Designerklamotten. Also so viel kann es nicht sein. In den letzten 8 Jahren gab es ein paar außergewöhnliche Dinge. Jemand, der mich dafür bezahlt hat, ihn ins Disneyland zu begleiten und Achterbahn zu fahren. Über Menschen, die einfach vorgelesen haben wollten oder kuscheln wollten, bis hin zu dem Popo versohlt bekommen oder ganze Teile in jemanden hineinzustecken. Spannend auf jeden Fall. Der beste Schutz vor Übergriffen ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis, auch für sich zu wissen, wo liegen eigentlich die eigenen Grenzen und natürlich immer andere Leute zu informieren, wo man gerade ist und was man gerade macht.